Ja, servus und grüezi miteinander. Der schmutzige Daniel mit der Webcam heute mal extra für euch. Wieder mal dabei. Und wie vielleicht schon einige mitbekommen haben, Firefox oder Mozilla hatten ein neues Update für den Firefox, ihren Browser rausgebracht. Und der schimpft sich jetzt Firefox 29. Ich habe mir hier gerade mein Profilmanager aufgerufen. Das Standard, das zeige ich euch mal nicht, weil das interessiert jetzt nicht. Wir rufen jetzt mal das 29 auf, damit ihr mal seht, wie scheiße das aussieht. Ich starte das jetzt und dann kriegt ihr. Also ich habe, wo ich das Update gesehen habe, ich habe die Krise bekommen. Leute, ich bin durchgedreht. Ich bin durchgedreht. Ich habe voll die Krise gekriegt. Ich habe hier schon mal, erstmal hier das Blau hat mich schon mal total genervt. Das hat mich schon mal echt, also gut, vielleicht finden das manche toll, aber also mir passt die Farbe überhaupt nicht. Also das ist jetzt, wie gesagt, der Firefox, so sieht er aus. Das ist jetzt wirklich eine frische Installation. So bekommt ihr ihn, wenn ihr nackt installiert oder euch ein Update holt und ihr nichts eingestellt habt. So, was machen wir jetzt als erstes? Wir holen uns jetzt erstmal das alte Profil zurück. Die alten Tabs, alles zurück. Sozusagen alles. Mit ein paar. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ihr geht hier auf Anpassen. Dann müsst ihr erstmal hier die ganze Scheiße anpassen. Alles, was ihr nicht haben wollt, könnt ihr alles hier reinschmeißen. Zum Beispiel. Boah, jetzt habe ich es auch schon vergeigt, ey. Also, ihr seht ja hier, ihr könnt auch das zum Beispiel da runterschieben, geht jetzt nicht. Aber ihr könnt hier also gut rumspielen. Ihr könnt dann hier zum Beispiel Zeugs einfügen, wenn ihr wollt. Hier weitere Werkzeuge und Funktionen, wenn ihr irgendwas haben wollt. Einfügen, ausfügen. Okay, ich habe jetzt hier nichts an, das ist klar, deswegen ist der bei mir halt nackt. Also, machen wir erstmal eine Titelleiste. Dann habt ihr schon mal oben da links oben schon mal die Titelleiste wieder. Drückt ihr hier links unten auf Titelleiste. Dann könnt ihr Symbolleisten ein- und ausblenden machen. Ihr könnt auch noch die Menüleiste einblenden lassen, wenn ihr wollt. So wie es ganz früher war. Vielleicht noch vom Firefox 2 oder wenn sich Leute erinnern. Die könnt ihr natürlich auch ausblenden. Dann die Lesezeichen-Symbolleiste. Gut, ich habe da jetzt nichts drin, deswegen fliegt die bei mir auch mal weg. Okay. Jetzt will ich aber kleine Symbole hier haben, das müsste eigentlich auch gehen. Und die Buttons, das müsste hier eigentlich auch zum Einstellen sein. Warum ist das nicht zum Einstellen? Okay, also wenn ihr irgendwas abgeschlossen habt, immer hier auf, bitte rechts unten hier unbedingt klicken auf Anpassung abschließen, weil sonst speichert ihr ja euch das nicht ab. Und dann, hier habt ihr dann wieder die Wahl. Jetzt gehe ich einfach mal zu Add-ons. Jetzt seht ihr ja hier schon Erscheinungsbild. Das ist jetzt das Standard-Theme. Ab 29 ist das jetzt das Standard-Theme. Das heißt irgendwie Aurealis oder so ähnlich, glaube ich, haben sie es genannt oder so. Wieso sind da jetzt meine Plugins hier? Ach so, ich habe hier noch gar keine Erweiterung installiert. Also gut. Ich hole mir jetzt erstmal zwei Erweiterungen. Das ist die Status Forever. Forever heißt die Erweiterung. Die bringt mir erstmal die alte Statusleiste wieder. Die installiere ich mir, wenn ihr sie vielleicht von Firefox 3 oder noch von 4 vielleicht noch kennt. Dann machen wir erstmal Neustart. Das ist ganz klar. Bumm. Ja, jetzt seht ihr, hat mein Desktop. Mein Gott, seht ihr, hat mein Desktop. Okay, dann gehen wir jetzt auf Erweiterung und dann gehen wir hier auf Einstellungen. Und dann haben wir hier verschiedene Einstellungen. Das könnt ihr jetzt einstellen, so viel ihr wollt, wie ihr wollt, wie ihr das haben wollt. Das könnt ihr dann selber bestimmen hier. Adressleiste, Textfarbe. Ja, können wir mal. Das könnt ihr jetzt machen, so wie ihr das haben wollt. Symbolleiste. Maximale Länge der Statusanzeige, 800 Pixel. Ja, gut, also, egal. Pop-up-Leiste. Ja, gut, egal. Bla bla bla. Ja, Anzeigen. Was? Anzeige der Linkadressen in der Statusadresse. Ja, das könnt ihr dann also auch einstellen, wie ihr wollt hier. Die Zahlen, die sind mal nicht so wichtig. Das war früher interessant. Also der Fortschritt ist, das finde ich ganz lustig hier. Mit der Fortschrittsanzeige, da könnt ihr auch die Farbe selber bestimmen. Ihr könnt auch rot machen, wenn ihr wollt. Oder hier zum Beispiel blau.
Oder gelb könnt ihr es auch machen, so wie es früher mal war, vielleicht, wenn ihr es doch kennt. Und Firefox 2 oder so orange. Können wir es machen. Ja, komm, so braun, das ist jetzt mehr braun. Das sieht irgendwie doof aus. Also ich habe meist. Also ich habe eigentlich immer so grün gehabt. Das war eigentlich ganz cool, fand ich. Könnt ihr weiter. Ach, alles einfach. Das lassen wir alles mal so. Das könnt ihr auch hier. Hier könnt ihr das auch immer aktivieren. Das lassen wir auch mal so. Das lasse ich auch alles so. Bla 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 bla. Bla bla. Addon-Leiste, das könnt ihr, könnt auch hier dann noch ein bisschen rumspielen, wenn ihr wollt. Das ist, also ich lasse jetzt einfach mal die klassischen Einstellungen und jetzt gehe ich wieder raus, praktisch hier aus den Addons. Zack, Addon Manager raus. Jetzt muss ich natürlich wieder auf Anpassen drücken. Weil jetzt hat er mir die Status für die, ihr seht ja, jetzt habe ich hier neue Statustext. Jetzt ziehe ich den einfach runter. Dann müsst ihr ja das Leiste. Achso, ich brauche die Addon-Leiste erstmal. Warum habe ich keine Addon-Leiste? Das müsste exakt so aussehen. Normalerweise müsste da unten bei mir noch eine. Bei mir ist da unten, ich zeige es euch jetzt, bei meinem Firefox, bei meinem anderen Profil, bei meinem Standardprofil, ist da unten eine Adressleiste. Eine Add-on-Leiste sozusagen. Und da habe ich den Statustext hingeschmissen. Seht ihr es da unten? Und dann kann ich hier auch unter Extras, Add-ons. Ich habe hier nicht viele Add-ons. Das No Script, Last Pass, Start und Status Forever und dieser Classic Film Restorer. Das ist es. Ja gut, den müsste ich vielleicht mal installieren. Ja, okay, also dann machen wir das mal. Schnell mit unserem Firefox 29, dann schneide ich halt das Video. Also ich starte jetzt nochmal den FF29. Und dann gebe ich hier einfach meinen Classic Theme. Na, dann holen wir uns das alte Theme wieder zurück. Deswegen geht es vielleicht auch nicht. Ja, klar, weil ich noch das neue Theme habe. Ja, also Classic Theme Restorer Customized Australis. Das müsst ihr installieren. Ihr seht ja, das ist vom 23.04. Also, das ist sehr aktuell. Und jetzt muss ich neu starten. Und das ist jetzt genau das ist nämlich der alte Firefox, so wie ich ihn haben will. Oder so wie ihr ihn haben wollt. Jetzt werde ich hier noch ein paar Einstellungen vornehmen. Ich werde das hier rausschmeißen. Aber das könnt ihr machen, so wie ihr wollt. Das werdet ihr auch rausschmeißen. Also das ist nur für mich, wie ihr das jetzt handhaben wollt. Das ist Fenster schließen irgendwie. Separater Button. Das ist Einstellungen und das ist auch irgendwas über Firefox. Nur könnt ihr mal selber rumspielen, wie ihr wollt. Und ihr seht ja, jetzt habe ich auch hier unten wieder meine Add-on-Leiste. Seht ihr es jetzt? Add-on-Leiste. Ich kann sogar eine extra Leiste jetzt noch machen, wenn ich Bock habe. Aber die brauche ich nicht. Und jetzt gehen wir nochmal auf Anpassen. Denn wir wollen jetzt auch kleine Symbole nehmen. Dann haben wir nämlich hier nicht dieses Normal. Das ist normal. Ihr seht ja hier dieser komische Pfeil. Das ist wie bei Chrome ungefähr. Aber ich will wieder klein, ich will so wie ich will nichts Chrome haben. Dann könnt ihr hier noch Symbole und Text einstellen, wenn ihr Bock habt. Aber ich lasse jetzt nur Symbole zur Veranschaulichung. Schmeißt das da in die Mitte. Ja, Fortschritt aller Downloads. Pff. Ja, hier meinetwegen schmeißt rein. Da oben ist meine Google-Suchmaschine. Okay, passt. So, zufrieden, aus, fertig. Wenn ihr jetzt irgendwelche Add-ons noch habt, die könnt ihr dann da unten reinhauen in die Leiste, wenn ihr Bock habt. Ach ja, den Statustext, ja genau. Jetzt nehmt ihr zum Beispiel, wenn ihr hier die Fortschrittsanzeige haben wollt von euren Downloads oder so, könnt ihr dann da unten reinschmeißen. Dann schmeißt ihr noch da unten euren Statustext rein und das war's. Hier diesen flexiblen Zwischenraum, den schmeiße ich raus. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt ihn auch drin lassen. Neu laden, sollte man vielleicht auch noch reinschmeißen, den Knopf. Stopp brauche ich eigentlich nicht, weil das interessiert mich nicht. Stopp drücke ich mit ESC, da brauche ich keinen Stopp-Button. Ja, Mann, wir brauchen ihn. Man kann auch nur ESC drücken. Okay, also das war's. Ihr habt gesehen, wie es jetzt funktioniert. Und das ist eigentlich so, sieht der alte Firefox aus. Ihr könnt es auch jetzt natürlich wieder so haben, ohne die Menüs. Das ist je nachdem, bis also wie ihr es haben wollt, das bleibt euch überlassen. Ihr könnt es auch mit der Lesezeichen-Symbolleiste haben. Also das ist wirklich so ihr, wie ihr wollt.
Das wollte ich halt nur schnell zeigen. Und damit beendet man dann das auch die Aufnahme und ich sage, falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert, kommentiert oder verpisst euch! Ab in die Ecke und geht euch schimmeln, Leute. Tschüss.